Nein, ist ja leider versperrt. Rüber tun kann ich auch nichts. Wundersamerweise ist die Lampe noch nicht heruntergefallen. Noch nicht. Vielleicht kann ich mich auch daran hängen und rüberschwingen. Das wäre doch mal so richtig abenteuerhaft. Und sowas ähnliches halt. Komm, versuchen wir es nochmal. Das Licht brennt, doch es gibt ein Problem mit der Sicherung. Schön, das Licht brennt überhaupt nicht. Hör auf zu lügen. Ist alles scheiße dunkel. So, und jetzt muss ich irgendwie noch eine Sicherung finden. Wo kriegen wir jetzt eine Sicherung her? Ich muss zurück. Ah, okay. Dann gehen wir zurück. Vielleicht können wir jetzt hier etwas machen. Aber wahrscheinlich nicht, weil wir können auch hier diese Zugangskarte nicht mit diesen sehr stark verschlossenen Kirchentürchen hier machen. Das funktioniert nämlich nicht. Übers Fenster könnten wir uns vielleicht hineinschwingen. Was ist das? Ein mächtiger Windstoß muss die Tasche dort hinaufgetragen haben. Wer weiß, wem sie von wem sie ist und von wem sie weggeflogen ist. Verdammte Scheiße. Nur die Macht eines Tornados ist dazu fähig. Genau. So was passiert dann leider nicht von alleine. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist die abgefuckte Sicherung? So ein Dreck. Noch ein Hinweis. Wir müssen wieder zum Auto. Vielleicht doch die Zugangskarte hier reinschmeißen. Wo ist mein Bolzenschneider? Nie ist er da, wenn man ihn braucht. Ich dachte schon, da wäre jetzt irgendwas Dramatisches gewesen, aber nö, doch nicht. Interagieren, benutzen. Wieso kann ich hier das Wasser, den Wassergriff hier nicht benutzen? Das verstehe ich nicht. Der Motor ist noch heiß, er müsste jetzt mittlerweile auch eigentlich abgekühlt sein. Es geht noch weiter. Maple Krake, genau, der Name der Stadt. Was haben wir da oben? Ein Flattermaus. Sehr schön. Und ansonsten? Über die Brücke. Der Baum ist vielleicht klein, doch mit einem Auto kommt man hier dennoch nicht durch. Kann ich das Ding aufschrauben? Ich benötige etwas anderes. Hier mit der Zugangskarte durchsägen. Auch nicht. Schade. Können wir nicht darüber? Ach, können wir auch so rübergehen. Schock! Ein Mann! Hey, you, Mister, I've... No, wait. Please. Toll. Renn doch nach. Habe ich da gerade eben ein Auto fahren hören? Toll, warum nimmt er uns nicht mit? Willkommen in Maple Krake. Ihr Vier-Season-Paradies. Also ihr Paradies für alle vier Jahreszeiten. Vier-Jahreszeiten-Paradies, genau. Paradies, hier scheint jemand einen sehr sarkastischen Tag gehabt zu haben. Ja, das Ding steht da schon seit Jahren, also ein sarkastisches Jahr eher. So, zoomen, vermisst, Name, Alter, Größe. Zuletzt gesehen in Maple Krake, Samstag am 9. Oktober. Bitte kontaktieren Sie irgendwen. Das Plakat muss mit dem Mädchen zu tun haben, das ich suche. Warum hat er es abgerissen? Wer war es? Und wieso zum Henker, weiß ich ganz genau, dass es mit dem Mädchen zu tun haben muss. Es ist schrecklich. Maple Krake Aussichtsturm. Zimmer frei, Frühstück inklusive. Das ist uns egal, was haben wir hier? Wahrzeichen. Überdachte Brücke, Aussichtsturm, Creek Tree. Toll. Wanderwege. Eigentlich auch komplett egal. Braucht kein Schwein so einen Scheiß. Toll. Was können wir jetzt hier machen? Warum zum Ficken sind wir hier? Oh, wir nehmen ein Brett mit. Wir nehmen ein Brett mit, was da einfach so doof rumliegt. Alles klar. Mir deucht gerade eben was Dämliches. Zuerst einmal, hier ist noch so ein komischer Flatterheini. Den müssen wir erstmal nochmal wegscheuchen. Das geht nämlich gar nicht, dass die Viecher hier einfach so doof abhängen.
So. Zoomen. Benutzen. Das Holzbrett. Nein, das funktioniert nicht. Sollten wir tatsächlich noch Hammer und Nagel brauchen? Ich muss erstmal wieder zurückgehen. Die Frage ist, wie weit muss ich zurückgehen? Kann ich noch weiter zurückgehen? Nein, kann ich nicht. Verdammt, jetzt hängen wir wieder am Anfang hier. Nein, wir werden das Spiel niemals lösen. Moment, da hat doch hier vorhin irgendwas. Achso, das hat hier geleuchtet, weil es hier zum Dorf geht. Also da muss ich jetzt hin. Gut, das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich das Brett. Womit war? Ach, natürlich, klar, sicher. Ich Blödeimer. Wir brauchen das Brett natürlich, um hier locker drüber gehen zu können. Wir können ja nicht springen. Vor allen Dingen macht es auch gerade so viel Sinn, da drüber zu gehen, wenn man von oben von irgendwelchen Sachen erschlagen werden. Da wäre es besser zu springen. Können wir die Spinne verscheuchen? Die ist widerlich. Benutzen. Ah ne, das war der falsche Schlüssel. Diesen Schlüssel. Aufwendige Animation ohne Ende. This must be my room. Und jetzt? Nein! Who or what on earth was that? Das war ein Kerl und die hat er gerade eben was vom Tisch geklaut. Und du hast nichts gemacht. Ich möchte hier gerne interagieren und das Ding mitnehmen. Eine Glubspirne. Geil. Ohne eine Leuchtpatrone bringt die Pistole nicht viel. Aber du kannst sie zumindest mitnehmen. Vermissten von Maple Krake. Genau. Weitere vermissten Mädchen in Maple Krake. Bereits vor 80 Jahren. Schreckenhaft und fürchterbar. Ich brauche eine neue Glühbirne. Warum? Toll, jetzt habe ich eine. Du willst nicht reintun, oder was? Haben wir sonst noch irgendwas? Nö, hier haben wir, glaube ich, gar nichts. Genau, komm, wir stellen jetzt erstmal. Ein Bein ist kaputt. Nein! Jemand hat dem Stuhl den Fuß gebrochen. Welche Unmenschen brechen einen Stuhl den Fuß? Der wächst doch nie wieder zusammen. Och, ich muss mir noch näher ansehen. Doch dafür brauche ich Licht. Kann ich vielleicht... Toll. Alles klar. Ich musste erst den Stuhl passend hinstellen, damit so oben an das Licht kommt. Ermittlungen. Boah, welch geiles Spielfeature. Das habe ich ja noch nie gesehen in einem Wummelbildspiel. Ich habe mein Zimmer erreicht. Leider hat der Sturm es nicht verschont. Ich habe an der Wand wohl einen Hinweis zusammengetragen. Aber auch nur einen. Leider hat nur ein Hinweis den Sturm überstanden. Ich muss wohl nur mal von vorn beginnen und Hinweise sammeln. Wer ist die Vermisste? Wahrscheinlich ich selber. Interagieren. Ellie Smith scheint eines der Opfer gewesen zu sein. Ah, okay, gut. Nehmen. Patsch. Dann haben wir hier Vermisste. Wie ist nicht vermisst, der Doktor? Was ist oder hier der bitte? Der ist vermisst. Was ist das? Scheint Opfer gewesen zu sein. Ist vermisst. Hilft mir, wird vermisst. Über die ganzen Pins erstmal weg hier. Braucht doch eh keinen Schwanz. So, komm. Gut. Und du? Du bist weder Opfer noch wirst du vermisst. Du bist einfach nur doof und anwesend. Schön. Und nü? Kann ich den vielleicht
Vermont, 14. Juli, vor 30 Jahren. Noch eine Frau aus Maple Creek verschwunden. So ein Scheiß. Oh nein! Ein Wummelbildspiel mal wieder. Okay, wir brauchen irgendwas, was hier drin ist. Einen Zirkel auf jeden Fall. Dann brauchen wir einen Raschentechner. Ja toll, wo soll man denn hier in diesem Scheiß eine Büroklammer finden? Oh, hab ich schon. Ein Verbotsschild. Wer jetzt zum Henker sammelt, ein Verbotsschild. Okay, gut, ich hatte mir früher auch mal eins zugelegt. Aber trotzdem, wer zum Ficken hat ein Verbotsschild? Einfach schon doof rumliegen. Ich werd bekloppt. Gut, wir brauchen Fernglas. Das habe ich ja auch schon noch irgendwo rumdümpeln gesehen. Frieden, Tacker, Sonnenbrille, Fernglas. Hey, Tacker haben wir da schon mal. Wir haben doch hier gar nichts drin. Warum kann ich das Ding jetzt... The fuck. Nein. Nee. Nein. War das? Ein Tacker? Braucht man nicht ein... Ah, nee, Tacker haben wir ja schon. Prozent, Fernglas, Sonnenbrille, Verbotsschild. Da haben wir schon mal das Verbotsschild. Prozent, Sonnenbrille, Fernglas und Frieden. Frieden durch Kohle? Nicht? Und da hinten haben wir auf jeden Fall schon mal das Fernglas. Es fehlt immer noch Frieden, Sonnenbrille und Prozent. Frieden, Sonnenbrille und Prozent. Da haben wir schon mal ein Ad-Zeichen. Oh, das Prozentzeichen wird widerlich. Da ist das Prozentzeichen, okay. Sonnenbrille und Frieden. Sonnenbrille und Frieden. Sonnenbrille und Frieda. Wo haben wir Frieda? Da haben wir die Sonnenbrille und da... Ach, na toll. Ich habe an eine Taube gedacht oder irgendwie sowas. Du hast etwas Nützliches gefunden. Eine gebogene Büroklammer. Na, wie toll. Gut, was haben wir denn hier? Vermont. Maple Krake. Ein einmaliges Wochenenderlebnis. Genau, gut, dann gucken wir mal. Schade, dass ich dienstlich hier bin. Ja, es ist echt schrecklich. Was haben wir denn sonst noch? Maple Krake, lohnt es sich? War schon mal jemand in Maple Krake? VT, ich plane einen Trip am Wochenende. Danke im Voraus. Danke, Susi. Hi, Susi. Ja, dort war dort letzten Sommer. Fantastische Wanderwege. Doch die Stadt selbst ist etwas unheimlich. Die Leute sind nett, aber ein wenig passiv. Ich würde viel mehr für den Tourismus tun, wenn ich dort leben würde. Selbst das Münzfernrohr auf dem Feuerwachturm ist einen schlechten Zustand, von allem anderen ganz zu schweigen. Schließe mich mag an, seltsame Leute in Maple Krake, aber eine schöne Umgebung. Okay, gut, was haben wir hier sonst noch? Bizarrefälle.com. 1950 bei Maple Krake verschwunden. Dann haben wir hier unerklärliche Geschehnisse in Maple Krake. Die Vermissten von Maple Krake VT und in Maple Krake verschwunden, keiner glaubt. Okay, gut, ja, das war's dann jetzt wohl, denke ich mal, ne? Weil tiefer geht's nicht. Mysterien der Zeit. Ich möchte das Mysterien der Zeit, möchte ich auch lesen. Toll, ich kann hier sonst nichts machen. Kann ich ausschalten? Ich kann das Ding nicht mehr ausschalten. Ich muss den Laptop zwangsläufig anlassen.
Oh nein! Na dann. Das Gerät muss zunächst angeschaltet werden. Ja, dann mach's doch ran. Der Knopf klebt fest. Mit etwas Dünnem könnte ich ihn lösen. Ah. Zugangskarte erforderlich. Nur ADHS-autorisierte Karten. Ja, gut. Benutzen hier Zugangskarte, bitteschön. Wieso habe ich das Ding denn bitteschön bei... The fuck? Okay, gut, kann man ja später erstmal durchlesen. Ich glaube, ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber das könnte irgendwas sein wie Marios Picross. Wenn ihr euch, oder falls ihr das kennen solltet, Marios Picross, ganz altes und ganz lustiges Spiel. So, wir haben hier eine 3 und hier unten eine 3. Diese 3 könnte entweder jetzt da sein oder könnte hier sein. Aber da wir hier noch einen einzelnen haben, wäre das wahrscheinlich eher die wahrscheinliche Möglichkeit. Hier hätten wir eine 1 und eine 3. Was mich darüber deucht, dass wir hier unten die 3 haben, damit wir dann hier oben dann theoretisch die 1 haben. Was mich dazu führt, dass dann hier die 3 ist. Oh Gott. Was wie? Hä? Wollte gerade sagen, das wollte ich doch hier haben. Warum zum Henker ist denn jetzt nach oben gegangen? 6. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wie passend. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir das schon mal. 6 und 1. Dann haben wir hier die 5er. Zwangsläufig. Dann so wie hier die 2. Dann haben wir das durch. Da wir hier oben die 2 nur haben, kann das dann hier nur die 1 sein. Damit haben wir das dann. Jetzt haben wir hier dann 6. Wir haben hier eine 2. Dann wäre dies dann das hier. Zwei, drei. Zwei, drei. Ein einzelnes, ein Zweier. Dann ist das hier der einzelne. Wir haben hier einen Zweier und eine Eins. Ha! Oh, weia. Lass mich raten, das wird jetzt die Katze. Na, schöne Scheiße. Wie viele Felder sind denn das dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, wie schön. Die Reihe können wir dann hier auch schon mal komplett machen. Und damit haben wir das schon mal. Wir haben dann 9 von unten. Ein Glück habe ich damals auf dem Gameboy sehr viel Marios Picross gespielt. Und damit haben wir das schon mal. 6, zack, zack, zack. Die 6 haben wir da unten auch. Die 3 haben wir, die 4 haben wir, dann haben wir hier die 5. Die Frage ist dann nur, von wo kommen dann die 3? Das werden wir dann noch gleich herausfinden. Wir haben hier 2 einzelne. Acht und 1. Das heißt, hier kann auf jeden Fall nichts sein. Damit haben wir das dann schon mal. Dann haben wir hier 7 und 1. Dann müsste der sein. Dann haben wir das damit auch dichte. Okay. 4 und 1.
Die Eins könnte hier sein, die Eins könnte da sein. Die Eins kann nicht hier sein. Das funktioniert nicht. Dann haben wir hier 6. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 muss zwangsläufig so sein. Genauso auch wie hier. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, hier ist der. Damit ist der da oben. Und dort. Zugriff gewährt. Okay. Geheim. Kann ich das vielleicht gerade lesen? Das wäre weitaus Dankeschön. Beweise ansehen. Ich möchte den mal gerne nehmen und die Vermisste ist ein Mädchen namens Kate Burrows. Verschollen am 11. Oktober 2011. Okay. Vermisst Kate Burrows. Neues City Detective Hamilton. Was? Ist schon wieder weg? Komm, jetzt nehmen wir den und schmeißen ihn dahin. Die Ermittlungen sind hier also noch nicht weiter. Gut, dann müssen wir also gucken, was wir hier sonst noch haben. Wir haben... Na, so etwas! Und... Müll! Wir haben jede Menge Müll mitgenommen. Münzen! Und noch mehr Münzen! Und alles Mögliche, was wir nicht gebrauchen können! Bis auf... Geil! Wir haben eine Knarre! Und nu? Bringt uns das jetzt hier in irgendeiner Art und Weise weiter? Außer, dass wir jetzt zum Balkon gehen können. Ey, bleib stehen! Wer ist er und wohin geht er? Und warum zum Ficken hat er etwas aus meinem Zimmer geklaut? Sieht recht stabil aus. Komm, hier, können wir es nicht aufschrauben? Einen Wasserhandgriff dazu machen? Komm, wir setzen es in den Rand. Toll, jetzt wollte ich gerade die Leuchtfeuerpistole mit dem Vogel benutzen. Das funktioniert also nicht. Interagieren so zerfetzt. Ich brauche etwas Stabileres, um herunterzugehen. Ja, habe ich überhaupt hier irgendwas? Nee, eigentlich nicht, ne? Na toll. So ein Dreck. Und so wie es ausschaut, sind wir dann hier erstmal durch. Nee. Was haben wir denn jetzt eigentlich alles dabei? Wir haben... Kann ich nicht unten mit der Leuchtpistole im Keller Licht machen? Das sollte doch eigentlich auch funktionieren, oder nicht? Wäre das nicht eine Alternative? Mist. Gibt es hier vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen habe? Das Licht brennt noch. Ach nee. Warum brennt es hier oben, aber unten nicht? Schweinerei. Okay, hier soll ich jetzt also auch... Help me. Warum sollte ich? Zuerst beklaut ihr mich. I remember now. No, you were wrong. You're still in great danger. We knew each other, and fairly well, it seems. I have to wake him up. Und lass ihn doch einfach pennen. Neues Ziel, der Bewusstlose. Schlag ihn vom Bewusstlossein ins Koma.